flambierte Köpfe, Farbeimer als Wurfgeschosse und ein Waschbecken unter Hochspannung. Wenn uns Kevin McAllister eins beigebracht hat, dann wie man ein Haus verteidigt. Aber sag mal, wie gefährlich oder sogar tödlich sind eigentlich die Fallen aus Home Alone? Das klären wir heute und zwar gemeinsam mit Deutschlands bekanntestem Kriminalbiologen Dr. Marc Benecke. Tag zusammen, Jack Pop hier. Weihnachten ist die Zeit von Mandarinen, Pfefferkuchen und einem meiner liebsten Filme, Kevin allein zu Haus. Hallo. Kleine Quizfrage an dieser Stelle. Wie viele Filme gibt es eigentlich insgesamt im Home Alone-Universum? Schreibt mir euren Tipp mal in die Kommentare. Am Ende der Folge lösen wir das auf. Aber am bekanntesten sind natürlich die beiden ersten Teile, in denen Kevin selber noch mitspielt. Seit 1990 halten sich die Filme hartnäckig im Feiertagsprogramm. Und in meinem Kopf ist dabei immer die Frage hängen geblieben, wie brutal sind Kevins Fallen bitte? Im Film sieht man die Einbrecher Harry und Marv permanent verunglücken und schreien. Und wenn es um Verletzungen und Fallen geht, dann kann uns hier auf dem Kanal natürlich nur einer aushelfen, nämlich Dr. Marc Benecke. Unter den deutschen Kriminalbiologen ist Marc Benecke definitiv der Alpha-Kevin. Er weiß auf jeden Fall, was brandgefährlich ist. Marc hat uns schon eingeschätzt, wie tödlich die Fallen aus den Saw-Horrorfilmen sind. Klar also, dass er uns auch jetzt bei Home Alone helfen muss. Marc, wie schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Wir haben es schön hergerichtet hier für dich. Noch ist es weihnachtlich, aber gleich wird's brutal, denn wir haben eine Videobotschaft bekommen, und zwar von Silke von den Filmgorillas. Die haben sich für uns nämlich mal die Filme angeschaut und die vier brutalsten Fallen von Kevin ausgesucht. Ihr holt euch jetzt mal bitte eine Riesenportion Eis mit Marshmallows, denn hier kommt Nummer 1. Hi Jack, die ikonischste von allen Fallen sind für mich die pendelnden Farbeimer. Denn mit ihnen kommt die Einbrecherjagd erst so richtig in Schwung. Kevin befestigt sie mit Stricken oben am Treppengeländer und verwandelt sie so in Wurfgeschosse oder eher in Pendelgeschosse, die mit voller Wucht Harry und Marv ins Gesicht knallen und sie so von der Treppe schubsen. Autsch. Marc, wir haben hier richtige Science vs. Fiction Farbeimer mitgebracht. Die sind ein bisschen kleiner als im Film. Bei Kevin würde ich sagen, sind schon so 5-6 Kilo in der Größe, können wir wahrscheinlich annehmen. Was passiert, wenn dir so ein Ding direkt vors Gesicht knallt? Du hast ein echtes Problem. Die Knochen sind hier dünn, hier oben, an der Seite, überhaupt an den Augen. Und jeder, der schon mal, keine Ahnung, wie ich, gegen eine Glasscheibe gelaufen ist, ohne Brille in der Tanzschule oder so, weiß, dass die Nase auch sehr empfindlich ist. Und das führt natürlich dazu, dass du dann da Knochenrisse oder Knochenbrüche haben kannst. Aber selbst wenn das nicht passieren würde, weil du jetzt der harte Kerl bist, dann wird der Schädel natürlich, der Kopf nach hinten geschleudert, und dadurch kann es hier zu Wirbelbrüchen kommen oder zu dem, was manche Leute vielleicht von Autounfällen kennen, so ein Schleudertrauma. Das kann echt gefährlich sein. Manchmal tritt das ein bisschen verzögert auf, aber dadurch, dass halt das Rückenmark da drin ist, kann es wirklich zu sehr, sehr schweren Verletzungen führen. Man hat mittlerweile sogar Achterbahnen umgebaut, damit in den Loopings die Beschleunigung nicht mehr so groß ist, damit du da eben nicht so ein Schleudertrauma kriegst. Es gab sogar vor Jahrzehnten mal den Verein der Achterbahn-Looping-Geschädigten deswegen. Weil das echte langfristige Schäden hervorrufen kann. Mhm. Das klingt schon mal sehr unangenehm. Im zweiten Teil, da macht Kevin ja noch ein Update zu dieser Falle. Also da kommt so ein riesen Metallrohr auf die Gangster zu. Das kriegen die ins Gesicht. Dass er dann noch mal mehr Kraft und Aufprall. Ja, auf jeden Fall. Also wenn dieses Rohr mit dem Schwung, den man in dem Film sieht, dir wirklich jetzt ins Gesicht fliegen würde oder fallen oder geschmissen werden würde, das würde dich wahrscheinlich erstmal komplett ausnocken. Und wenn du dann hinfällst, hättest du wahrscheinlich gar nicht mehr, wie man das im Film sieht, noch die Energie, den Kopf so hoch zu halten, sondern du würdest wahrscheinlich tatsächlich direkt mit dem Kopf aufschlagen. Und diese Schläge auf den Kopf ist auch bei Boxern mittelfristig gefürchtet, da breitet sich die Stoßwelle durch den Kopf aus. Also erst kommt die von der einen Seite, dann von der anderen Seite. Und selbst wenn dann der Schädel gar nicht gebrochen wäre, treffen die sich irgendwo im Gehirn und an der Stelle prallen die Schallwellen oder Stoßwellen, genauer gesagt, aufeinander. Und dann hast du an der Stelle so Nervenuntergänge, heißt das. Den Rest kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Also das ist wirklich in jeder Hinsicht richtig scheiße. Und dass die echt Probleme haben mit Kopfschmerzen, das sehen wir im Film die ganze Zeit. Die kriegen Bügeleisen ins Gesicht, Werkzeuge auf den Kopf. Und in Teil 2, da wird Kevin richtig perfide. Der schmeißt einfach so fette Ziegelsteine vom Dach runter. Marv kriegt die volle Latte auf die Stirn. Marc, das ist
Heftig. Das ist mega heftig. Also ich glaube, jeder kann es ja mal ausprobieren, wie so ein Ziegelstein zersplittert, wenn man den von irgendeinem Dach runterschmeißt. Lernt man schon als Kind, dass man noch nicht mal Steinchen irgendwo vom Hochhaus oder vom Balkon runterschmeißen soll, weil die natürlich immer mehr Wumms kriegen, wenn die da angezogen werden von der Schwerkraft. Und wenn du das von Kopf bekommst, jetzt mal ganz unabhängig von Genickverletzungen oder Schädelbrüchen, können natürlich auch durch die Krafteinwirkung Adern reißen, dann blutet's. Und oder das ganze Gehirn wird durchgeschüttelt. Dir wird super, super schlecht. Du kriegst mörderische Kopfschmerzen. Du bist total desorientiert. Das ist richtig unangenehm. Und wenn die Adern bluten, dann kann das auch länger dauern. Dann gibt es so eine Blutung und dann ist das Raumfordern, nennt man das. Dann fordert das immer mehr Raum und nach lassen dann so Funktionen von deinem Körper nach. Du weißt aber gar nicht, was und warum, denn im Gehirn spürst du keine richtigen Schmerzen, also die Kopfschmerzen sind noch was anderes. Das geht schief. Bitte keine Backsteine auf Menschen werfen. Und ich habe mir immer gedacht, warum macht Kevin das? Also er muss doch wissen, das wäre jetzt deine Einschätzung, dass das ist tödlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich Kids sehen würde, ich gehe an vielen vorbei, wenn die eine Wasserbombe in der Hand haben, gebe ich nichts an. Ne? Aber wenn ich Kinder sehen würde, die mit Steinen irgendwie runterwerfen würden, das wäre der Moment, wo ich stehen bleiben würde und ausnahmsweise mal zum Helden werden würde und sagen würde, jetzt reicht's. Ein mahnendes Wort. Ja, nee, genau. Ein bisschen mehr als ein mahnendes Wort. Also können wir an dieser Stelle festhalten, so schnell wie im Film würden Harry und Marv auf jeden Fall nicht wieder aufstehen. Die würden nach den Farbeimern mindestens ein bisschen Bettruhe verordnet bekommen und nach den Ziegelsteinen wahrscheinlich direkt unter die Erde gebracht werden. Noch bevor die Einbrecher überhaupt im Haus sind, tappt Harry schon an der Eingangstür in eine heiße Falle. Kevin hat nämlich an den Türknauf einen elektrischen Grillanzünder gehangen und diesen so zum Glühen gebracht. Als Harry jetzt also nichtsahnend an den Türknauf fasst, brennt sich ein fettes McAllister M in seine Hand. Wir haben mal versucht, so einen elektrischen Grillanzünder zu bekommen und das hier haben wir gefunden. Mag sieht nicht ganz so aus wie im Film, aber guck mal, es ist ein schönes McAllister oder Mark Benecke M. Oder MDR, mein Lieblingssender, da sehe ich auch ein wenig Wissen, also das alles genau. Von MDR Wissen. Es macht auf jeden Fall genau das Gleiche, nämlich Hitze. Und wenn so ein Ding jetzt glüht und so ein Türknauf glüht, dann muss das so um die 500 Grad Celsius Temperatur haben. Wenn Harry da jetzt mit der Hand dran packt, das tut weh. Das tut weh, was bedeutet, dass du nicht diese super hohe Hitze hast, die dir direkt eine weiße Verbrennung reinknallt, wo die Nerven tot sind, dann spürst du nämlich gar nichts mehr. So gesehen ist es noch ein bisschen besser, mit dem Nachteil, dass es total weh tut und Narben erzeugt. Also das ist vielleicht so eine zweitgradige Verbrennung, die der sich da eingehandelt hat. Aber es ist wirklich sehr, sehr unschön und jeder weiß auch, an der Hand hat man ganz viele Nervenenden und spürt ganz viel, da tut es besonders weh. Ja, und das ist ja auch richtig verewigt. Im zweiten Teil sehen wir das auch noch in seiner Handinnenfläche. Was sind denn da, ich sag mal, die Langzeitfolgen von so einer Verbrennung und Vernarbung? Ja, du wirst ein böser Mensch. Schwierigkeiten kannst du vor allen Dingen natürlich überall da kriegen, wo du die Finger zusammenziehen möchtest. Ne? Du hast ja da drin dann irgendwelche Sehnen, dann muss die Haut natürlich auch beweglich sein und man kann natürlich versuchen, dann bestimmte Therapiemethoden zu machen, um das Gewebe wieder zu lockern. Aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, der schon mal eine großflächige Verbrennung gesehen hat, da helfen wahrscheinlich Salben und Cremes und Massagen halt nur begrenzt. Dann müsste man wieder Operationen machen, dadurch kann es wieder zu Entzündungen führen. Also ein ganz wichtiger Bestandteil deines Körpers, nämlich die Hände, funktioniert wahrscheinlich nicht mehr so gut. Und ist es denn clever, was Harry macht, dass er quasi mit der Hand, die heißt es, direkt in Schnee packt, um die abzukühlen? Also eigentlich ist das schon gut, weil dadurch zieht sich irgendwie alles zusammen und es tut auch weniger weh im ersten Moment. Aber dadurch, dass es sich später wieder auf die normale Temperatur erwärmen muss, ich meine, irgendwann kannst du die Hand ja nicht, kannst du ja nicht ewig lang kühlen, da tut es dann umso mehr weh. Also ich würde sagen, es ist beides gleich schlecht. Ich würde es kühlen erstmal, weil ich dann erstmal meine Ruhe kurz hätte, aber am Ende des Tages tut es dann noch mehr weh. Während Marv permanent Schläge auf den Kopf bekommt, muss Harry sich immer wieder mit Feuer herumschlagen. Der heiße Türknauf war ja schon heftig, aber die nächste Falle wird noch einmal eine Stufe härter. Denn eigentlich möchte Harry nur eine Lampe anmachen, doch in dem Moment flambiert eine Lötlampe seine Kopfhaut. Und das merkt Harry erst gar nicht. Erst 20 Sekunden später probiert er, seinen brennenden Kopf in einer Toilettenschüssel zu löschen. Doch da hat er nicht mit Kevins Follow-up-Falle gerechnet. Denn in der Toilettenschüssel befindet sich brennbare Flüssigkeit und so löst Harry eine mittelgroße Explosion aus.
Okay, das Ding, das merke ich jetzt schon im Gesicht und es ist noch deutlich weiter weg, als Harry seine Mütze auf dem Kopf hat. Die fängt Feuer. Das müsst ihr doch sofort merken, dass die brennt. Vielleicht nicht sofort, weil am Anfang, wenn jetzt nur diese Baumwolle oder was das ist, brennt, ist es vielleicht noch nicht ganz so auffällig. Aber die Haare darunter, die brennen blitzschnell weg. Kann man mal ausprobieren mit einem einzelnen Haar, Feuerzeug dran halten, das ist wirklich eindrucksvoll. Und spätestens dann merkt das natürlich auf jeden Fall. Das führt auch dazu, dass du dann, natürlich, es brennt, also im Nervensinne brennt es dann auf einmal, nicht nur im Flammensinne. Und du kannst dann Schwellungen kriegen und es tut total weh und so weiter. Also ja, klar, dann merkt er das auf jeden Fall. Womit müsst ihr denn rechnen? Also was machen die Verbrennungen da? Was für ein Schaden ist da am Kopf zu erwarten? Also wenn die Haut jetzt wirklich tief wegbrennt und dann abstirbt, dann müsste er in irgendeine Brandklinik gehen. Dann müsste man das versorgen. Ich weiß nicht, irgendwo anders versuchen her, Haut- oder Gewebeteile herzukriegen. Das entzündet sich garantiert mega. Also dann müsste ja an einer anderen Stelle am besten von ihm selber Haut entnommen werden, wenn er keine künstliche Haut da eingepflanzt bekommen, kriegen kann. Das heißt, er liegt dann in so einer total abgeschotteten Station. Es tut weh, es ist alles weiß, er ist einsam. Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Und Harry ist ja eigentlich sehr clever, also er will das ja löschen. Er sieht die Toilette, packt sich kopfüber da rein. Blöderweise ist da irgend so ein Brandbeschleuniger drin und dann gibt es eine fette Explosion. Deine Einschätzung? Da ist vieles falsch. Also zunächst mal, wenn ich denken würde, da wäre Wasser drin, das würde was nützen, würde ich mich natürlich hinknien und sofort den Kopf da rein tun und da nicht so einen Handstand drüber machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich den Handstand mache, fängt natürlich die ganze restliche Kleidung auch noch an zu brennen. Das ist also eine total sinnlose Idee, weil dann habe ich vielleicht meinen Kopf gelöscht, aber der Rest brennt. Und das einzig, sagen wir mal, naja, Gute daran ist, es würde nicht explodieren. Denn das kann man leider nicht selber ausprobieren. Nicht selber ausprobieren. Wenn man wenige Tropfen Benzin oder irgendetwas Explosibles nimmt und das in der großen Menge, sagen wir mal Luft, Sauerstoff, Gemisch, wenn man das da einbringt, dann kann es hochgehen, also explodieren. Die Flüssigkeit an sich, die brennt aber nur, das heißt, die fliegt nicht in die Luft, weil da nicht genügend zum Beispiel Sauerstoff oder sonst was drin ist. Das ist die einzige halbwegs gute Nachricht hier, dass es nicht gleich alles in die Luft fliegt. Okay, das heißt, Harry müsste wahrscheinlich auch wieder ein paar Wochen ins Krankenhaus, aber zumindest würde nicht das ganze Haus in die Luft fliegen. Wie hinterlistig Kevin ist, merkt man immer dann, wenn er Fallen baut, die aufeinander aufbauen. Hier hat er Marv gerade mit Farbe übergossen und ihm war natürlich klar, dass Marv danach zum Waschbecken gehen würde. Das hat Kevin aber unter Strom gesetzt und als Marv jetzt das Wasser aufdrehen will, bekommt er von Kevin einen Elektroschock verpasst. Ganze 18 Sekunden lang. Kevin war ja ganz clever, denn in dem Haus, wo er ist, ist ja eigentlich keine Stromleitung vorhanden. Das ist ein Abrisshaus und deswegen nimmt er ein Gerät zum Lichtbogenschweißen. Also, wo man ordentlich Strom braucht. Marc, wenn ich das an so ein Waschbecken anschließe und der Marv dann da dran packt, ist das realistisch dargestellt, dass er dann so zittert und die Funken fliegen? Also da stimmt mehreres nicht. Eigentlich müsste natürlich eventuell auch eine Sicherung, falls eine vorhanden ist, okay, in den USA im Abrisshaus vielleicht nicht, rausfliegen. Aber es ist so dargestellt, als ob er an eine Steckdose fassen würde. Dann ziehen sich nämlich die Muskeln zusammen, da lebst du. Und das ist also eine Funktion des lebenden Körpers. Dann krampft er sich zusammen und deswegen kannst du leider auch das nicht loslassen, was du besser loslassen solltest, weil deine Hände zusammengezogen sind. Was übrigens auch dann dazu führt, dass das Herz nicht mehr richtig funktioniert. Und wenn man da 18 Sekunden an so eine Steckdose fassen würde, das wäre ganz, ganz schlecht. Also das wäre Wechselstrom. Wenn es aber das echte Gerät wäre, was da dargestellt ist, wäre es Gleichstrom. Das wäre eigentlich fast noch schlimmer, weil dann kriegt man nicht dieses Muskel zusammenziehen, sondern dann verbrutzelst du direkt. Und das ist nicht lustig gemeint. Also das sehen wir immer wieder, wenn Kinder auf Laster klettern und dann in die Nähe einer Starkstromleitung kommen. Und dann haben die richtig krasse Verbrennungen. Und dann ja, krümmt sich das jetzt nicht mehr durch den lebenden Körper zusammen, durch das Spannen, sondern krümmt sich das bestenfalls noch durch die Hitze zusammen, weil die Sehnen sich zusammenziehen, weil du dann nämlich verkokelt bist. Also dargestellt sind eigentlich zwei verschiedene Sachen, die beide aus verschiedenen Gründen gleich schlecht sind. Und er ist ja auch noch irgendwie mit Farbe angeschmiert, das heißt, er ist nass. Also das ist ja noch mal schlimmer, wenn man dann irgendwie, also selbst wenn da jetzt nicht so viel Strom drauf wäre. Ja genau, weil der Widerstand ist natürlich geringer. Wenn du so trockene Haut hast, wie ich hier, du hörst gerade rascheln hier, also die ist ganz trocken, dann bedeutet das, dass nicht so schnell der Strom übertreten kann, wenn ich irgendetwas anfasse, was elektrisch ist. Je nasser ich bin, zum Beispiel jetzt durch Farbe, umso schneller geht es natürlich und dann tritt der Strom umso schneller in meinen Körper ein und kann da seine Wirkung leider entfalten. Bei dem echten, nennen wir es mal Starkstrom, ja, da wäre es dann auch egal. Da nützt es dir auch nichts mehr, wenn du trockene Haut hast. Bei diesem an die Steckdose fassen, was hier jetzt nicht richtig dargestellt ist, da könnte dir das vielleicht ein bisschen Spielraum geben.
Okay, aber bei dem Gerät, das wir da sehen und den Stromstärken, die wir erwarten können, müssten wir hier für Marv leider festhalten. Das wäre sein letzter Einbruch gewesen. Marc, wenn wir den Film schauen, dann sind wir natürlich auf der Seite von Kevin. Aber wenn wir ehrlich sind, die Methoden, die er da anwendet, die sind super brutal für einen Kinderfilm. Warum macht es uns trotzdem so viel Spaß, dazu zu gucken? Also warum lachen wir darüber, wenn sich Leute brutal wehtun? Das fragen wir uns natürlich ganz oft. Je länger du, wie ich, in der Kriminalistik arbeitest, umso mehr fragst du dich eigentlich auch, why, why? Also ein fieser Grund ist natürlich, dass viele Menschen Gewaltfantasien haben, möchten aber die Guten bleiben. Und dann brauchst du jemanden Bösen, der das erleidet, wo du immer sagen kannst, hey, es hat er sich selbst eingehandelt oder sie, ne? Da kann ich jetzt auch nichts für. Das ist der eine Grund sicher. Das sieht man auch bei Hinrichtungen. Früher auf dem Marktplatz, das war ein Riesenspektakel, ne? Gleichzeitig ist es vielleicht auch so eine Warnung, pass auf, Weihnachten ist zwar eigentlich alles gut, aber vielleicht ja doch nicht. Immer noch wachsam bleiben, bleib wehrsam und achte darauf, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Also da gibt es wirklich einen ganzen Blumenstrauß von Möglichkeiten, warum Menschen so, auch wenn man so will, Gore und Gewalt und Ungerechtigkeit eigentlich auch, übertriebene Gewaltausübung, ganz gut finden. Also das begleitet uns weltweit in der Kriminalistik überall. Und am Ende ist es ja auch völlig übertrieben dargestellt, ne? Also das nimmt so ein bisschen wahrscheinlich die Krassheit daraus. Ja, das ist wie bei den Kinderfilmen, die vielleicht manche noch kennen, wo bei den Comics Tom und Jerry und alle anderen sich ständig auf den Kopf schlagen. Platt gedrückt. Ja. Alles mögliche in die Länge gezogen und verquirlt. Also dadurch ist es natürlich übertrieben, aber am Ende passiert nicht viel. Selbst wenn die zwischendurch mal ins Klett sind oder der eine ins Klett ist, am Ende sind sie doch wieder vollständig vorhanden und können wieder gehen und haben keine Bewegungseinschränkungen und so. Und dann ist es vielleicht ja doch nicht so schlimm gewesen. Ja, und mehr Unterhaltung für uns, und unterhalten sind die Filme ja allemal. Da müssen wir übrigens unser kleines Rätsel auflösen, denn es gibt tatsächlich in der Home Alone-Reihe 6 Filme. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich pinne euch einen Kommentar an. Und Marc, dir vielen Dank fürs Erklären. Vielen Dank. Es war mir ein weihnachtliches Glitzervergnügen. Dankeschön. Und ihr, vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu drücken. Ding, dong. Dann können wir uns nämlich ganz bald wiedersehen. Ich würde mich darauf freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschö. Ein riesiger Dank geht natürlich auch raus an Silke von den Filmgorillas. Und wenn ihr hier klickt, dann kommt ihr zu denen auf dem Kanal. Dort findet ihr ein Feiertags-Special-Video, wo Silke ihre 3 liebsten Weihnachtsfilme vorstellt. Kevin ist auch mit dabei. Und falls ihr Weihnachten eher hasst, dort findet ihr auch 3 richtig gute Anti-Weihnachtsfilme.